Erstmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie diese Einladung angenommen haben. Wir haben uns gerade eben kurz unterhalten und Demokratie ist ja nicht nur eine Bringpflicht durch diejenigen, die am Ende dann Entscheidungen zu treffen haben. Demokratie ist ja im gleichen Sinne auch immer eine Einladung. Insofern gebührt Ihnen mein Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Und insbesondere das Thema, das uns zusammenführt. Es geht ja um das Thema Klimaanpassung, Klimawandel. Wie sieht es vor unserer eigenen Haustür aus? Wie stellen wir uns als örtliche Gemeinschaft, als Gemeinwesen den Herausforderungen? Was haben wir selber schon erlebt? Und auf welchem Weg begeben wir uns? Ich will mal ganz kurz einleiten, dieses Thema auch mit einem Klimaanpassungsmanager in unserer Stadt zu arbeiten, hat ja nicht gerade Begeisterungsstürme in der Öffentlichkeit ausgelöst. Ich erinnere mich so auch an einen leichten Shitstorm, als wir die Stellenausschreibung hatten, insbesondere bei Facebook. Was soll der Blödsinn? Warum machen wir das? Warum wird das Geld rausgebrochen? Ich spreche es mal so aus, so wie es geschrieben steht. Gleichermaßen, ich bin in Lübeck geboren, wie einige auch hier, haben wir festgestellt, dass mindestens dreimal hintereinander der Stadtgraben ausgetrocknet war. Hat ja nichts mit Klima zu tun, hat noch nicht geregelt. Oder die Gossmacher oder die Gärtner, die Handwerker haben einfach die Erste abgewickelt, dass kein Wasser mehr kommt. Oder wir haben es abgelassen in Richtung Regels. Kann man ja auch so darstellen. Wir stellen auch fest, wenn wir durch unsere Flur fahren, wie Kiefernwälder aussehen. Hat das noch was mit der Braunkohle zu tun? Oder sind das auch schon Auswirkungen von trockenen Jahren? Oder war es nur die Nonne, die mal ein bisschen mehr Hunger hatte? Das sind ja alles so Fragen, die uns beschäftigen, wo wir dann möglicherweise auch eine Antwort suchen und dann auch mit Vorurteilen arbeiten. Und ich habe jetzt ein Zitat von Marcus Aurelius herausgesucht. Ich mag diesen alten Stoiker, der gesagt hat, mache dich von deinen Vorurteilen los und du bist gerettet. Streife mal alle Vorurteile ab, die uns in Sachen Klimawandel, Klimaanpassung, das sind ja zwei unterschiedliche Themen, die wir auch zu berücksichtigen haben, die wir mitunter auch in uns tragen, streifen wir sie mal ab und versuchen uns mal mit Fachexperten auf eine Reise zu begeben. Wir müssen gar nicht so weit reisen und wenn wir hier vor Ort diese Dinge, die sich verändert haben, begreifen, dann ist vielleicht für uns auch der Kopf frei, sich auf Dinge zu konzentrieren, die wir mit unserem Dasein zumindest auch gestalten können. Das sind ja keine schnelllebigen Prozesse, so wie Licht an- und ausschalten, das sind ja Prozesse, die über viele, viele Jahrzehnte, da wird man gar keine mehr an uns denken, dann auch Prozesse, die dann ablaufen. Aber wir haben die Chance, wir sind auch aufgerufen, heutzutage wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, Maßnahmen zu ergreifen, dass das kleine Stückchen Erde, das wir hier vor der Haustür haben, auch für künftige Generationen noch lebenswert ist. Und das setzt sich dann von Gemeinde zu Gemeinde, wie ein Mosaik zusammen. Vielleicht auch im Landkreis Spreewald, wir können dann uns zusammensetzen, auch das dann Branden wurde. Und dann das ganze Mosaik mal sehen, wirkt man aber das Thema auch global. Insofern möchte ich an dieser Stelle ja, meine kurze Einleitung beenden und einfach nochmal den Blick darauf werfen. Früher haben wir gesagt, was interessiert uns, wenn in China sein Kreis umkippt. Ne? Aber wenn jeder keinen Beitrag dazu leistet, dass der Sack stehen bleibt, dann wird er auch nicht mitgekriegt. Insofern nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie da sind und ich freue mich auf einen spannenden Abend gemeinsam mit Ihnen in Form einer Bürgerbeteiligung. Wir haben auch keine Leitstätten und wer heute nicht da ist, das kann ich auch sagen, wegen der Einladung, der darf dann aber auch nicht behaupten, warum haben die da nicht. Denn die da, das sind wir, die in der Stadthausversammlung stehen auch vor den Wahlen, die Kandidaten hier, das sind auch jetzt gewählte Vertreter da, und wir tragen die Verantwortung am Ende
wir haben heute einen Auftrag gegeben. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wie schon angekündigt, ich tummle mich so die letzten 15 Jahre ungefähr meines Berufslebens hauptberuflich im Kontext Klimaschutz und Klimaanpassung. Stadt Übigau-Wahrenbrück als kleine ländliche Kommune, Stadt Dessau-Roßlau als kreisfreie Stadt. Dann auch noch so ein bisschen das Ganze auf Bundesebene vorangebracht, für das Bundesumweltministerium, dann die Kommunen beraten, national und das Ministerium im Rahmen Klimaschutz und ähnlichen Dingen. Genau. Und jetzt eben halt Klimaanpassungsmanager in der zivilgesellschaftlichen Plattform Leuchtturm Luise. Vielleicht haben Sie davon schon mal was gehört. Auch sozusagen im Süden Brandenburgs hier in Domsdorf mit verortet. Da machen wir sozusagen nationale Projekte oder so schöne Sachen wie das, was Sie hier hinten auf dem Foto sehen. Ich möchte Sie beglückwünschen, dass Sie das haben und dass Sie ihn haben, weil Sie sind eine Vorreiterkommune in Deutschland damit. Wir haben je nach Zählweise, der Bürgermeister kann mich gern korrigieren, irgendwas so um die 10.000, 15.000 Kommunen in Deutschland. Wir haben im Klimaschutz, also Klimaschutzmanagement, wenn wir es uns schön rechnen, sagen wir mal 1.000. 1.000 Klimaschutzmanager in Deutschland, die sich hauptberuflich um das Thema kümmern. Klimaanpassungsmanager, 200. Und Sie sind eine davon. Sie haben Bundesmittel bekommen, Sie genießen eine Förderung, Sie können sich jetzt auf den Weg machen, Sie können diese finanziellen Mittel nutzen, um sich anzupassen an den Klimawandel, um das, was da kommt, um Schaden von Ihrer Kommune abzuwenden, um in die Zukunft zu blicken und sich zukunftsfest aufzustellen. Das ist nicht nur ein Wirtschaftsstandort, das ist nicht nur ein PR-Standort, Sie werten Ihre Stadt, Ihre Kommune mit diesen Themen auf. Andersrum gesagt, bringen Sie sich aber auch gerne ein in diesen Prozess. Bei alles, wo Ihnen der Schuh drückt, bei der Klimaanpassung, haben Sie jetzt die Chance, da hinten sind noch weiße Blätter, ich hoffe, die sind nachher richtig schön bunt voll. Bringen Sie sich ein, auch über den gesamten Prozess, weil das lohnt sich. Beim Klimaschutz, den gibt es schon ein bisschen länger, die Klimaschutzmanager. Ich habe es selber auch berechnet und hingekriegt, ich weiß es auch von anderen Klimaschutzmanagern deutschlandweit, weil wir uns sozusagen in der Berufsgruppe auch sehr intensiv vernetzen, gibt da den Bundesverband Klimaschutz, von dem ich auch noch der erste Vorsitzende bin, aber egal. Der Hebelsatz von einem Euro, den Sie in Klimaschutz oder in die Klimaanpassung stecken, hat einen Hebelsatz von 3 bis 5. Den einen Euro, den Sie investieren, kriegen Sie 3 bis 5-fach zurück. In dem, was Sie einsparen, in dem Sie was Sie an Mittel generieren, in dem, was Sie sich nicht an die Folgen des Klimawandels durch Schäden anpassen müssen oder wieder ausgleichen müssen. Von daher ist das, kann man auch sagen, Wirtschaftsförderung, was Sie in Ihrer Kommune über diese Förderung machen. Und, mein letzter Satz, Sie kriegen noch das Geld. Sie kriegen jetzt hochqualifiziertes Fachpersonal in Ihre Kommune, um diesen Prozess zu begleiten. Klimaschutz und Klimaanpassung wird perspektivisch. Wir kämpfen als Bundesverband Klimaschutz da schon ein bisschen länger für, aber ich hoffe, dass es bald mal wird, wird eine Pflichtaufgabe für die Kommune werden. Zurzeit ist es noch eine freiwillige Aufgabe. Es gibt so ein bisschen Diskussion, je nach Gesetzeslage kann man noch was anderes ableiten, aber es wird noch als freiwillig gehandhabt. Sobald es eine gesetzliche Pflichtaufgabe wird, weil der Bund ein Rahmengesetz erlässt, gibt es keine Förderung mehr. Dann müssen jede Kommune, die anderen 10.000 bis 15.000, die das eben nicht machen, es aus eigener Tasche bezahlen. Das heißt, Sie haben einen riesengroßen Startvorteil. Nicht nur, dass Sie unter den Top-Runnern sind, sondern auch, dass Sie sozusagen noch eine finanzielle Unterstützung bekommen. Nutzen Sie das, geben Sie Gas. Wird schon diskutiert über meine Ausführung. Ja, ich bin gespannt, ein bisschen Diskussion anregen ist auch gut. Nutzen Sie das, weil das ist eine Riesenchance für Ihre Kommune, vor allem hier im Süden Brandenburgs, im ländlichen Raum, daraus was zu machen, damit können Sie wirklich was bringen. Von daher freue ich mich, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bin nachher gespannt, was wir dann hinten an den Thementischen diskutieren. Dankeschön. Also mein Name ist Andreas Bill. Ich möchte mich gleich in 3 Sätzen nochmal kurz vorstellen, damit Sie wissen,
welche Fragen Sie mir insbesondere stellen können. Ich habe, glaube ich, heute so ein bisschen die Aufgabe, den Zusammenhang zwischen dem lokalen Handeln, den globalen Auswirkungen dieses Handelns und den Folgen dieser globalen Veränderungen hier vor Ort nicht nur irgendwie grob zu skizzieren, sondern auch so präzise darzulegen, dass Sie wissen, woran Sie sich überhaupt anpassen müssen. Das ist eine auch für uns, die wir uns schon seit 30 Jahren mit dieser Frage beschäftigen, eine große Herausforderung. Und ich werde Ihnen heute Ergebnisse vorstellen, die, ich würde mal sagen, druckfrisch sind. Sie basieren auf einem groß angelegten Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, welches vor ungefähr 4 Jahren begonnen hat und zum Ziel hatte, die Datenbasis zur Klimaänderung in Deutschland erheblich zu verbessern. Und die ersten Ergebnisse davon für die Lausitz kann ich Ihnen heute zeigen, aber ich möchte auch den Bogen schlagen, sozusagen vom Anfang bis zu diesem Punkt. Auf diesem Bild hier im Hintergrund, was sehr hübsch aussieht, sehen Sie ungefähr die Arbeitsweise der Klimaforschung, die bis zu dem Punkt führt, dass wir quantitativ wissen, was wir zu erwarten haben. Im Hintergrund sehen Sie die Karte der Welt, hier ist der Himalaya, aber Sie werden sehen, das ist doch nicht der Himalaya, nein und ja. Es ist der Himalaya, aber so, wie es in sozusagen den Klimamodellen, die die Grundlage unseres Wissens über die Zukunft sind, gesehen wird. Und Sie werden feststellen, wir befinden den Mount Everest nicht. Das hat damit zu tun, dass unsere, sage ich mal, Rechenressourcen, die Ergebnisse zu generieren, beschränkt sind. Aus diesem Grund wird eine Methode angewendet, dass man die globalen Änderungen, die, sage ich mal, grob bestimmt werden, auf Grundlage unseres physikalischen Verständnisses der Natur, das wird nochmal wiederholt auf einem Gebietsausschnitt der ganzen Welt. Und dieses Gebiet ist ungefähr Europa mit Rand. Und das reicht aber immer noch nicht, weil Sie sehen, wenn Sie sich die Alpen angucken, die sehen immer noch nicht realistisch aus. Das wird dann nochmal wiederholt für das Gebiet hier von Deutschland. Und dann sehen Sie schon einzelne Berge in den Alpen, Sie sehen den Harz und so weiter und so weiter. Und das bietet uns schließlich die Grundlage, quantitativ sagen zu können, wie sich das Klima lokal ändert. In jedem dieser Schritte wird unser gesamtes Verständnis der Physik unserer Umwelt verwendet und die heutzutage verfügbaren Computerressourcen. Aus diesem Grund kann ich sozusagen viel genauer auf einem kleineren Gebiet rechnen als global, weil ich die gleiche Rechenpower zur Verfügung habe. Das ist zu unserer groben Methodik. Das heißt, wir glauben tief und fest an die Physik. Und es ist nicht so, dass unser Verständnis und unsere, sage ich mal, Zuversicht, dass die Zahlen über die Zukunft stimmen, darauf beruhen, dass wir heute irgendwas richtig messen, sondern darauf, dass wir unsere Umwelt verstehen.
Programmierung im Speziellen, dann beobachtetes und modelliertes Klima in Deutschland untermauselt, also ich lasse die Welt mal weg, und dann die zu erwartende Klimaänderung in der Lausitz. Wie Sie wissen, die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre wird mit einer hohen Präzision gemessen. Wir sind im Jahr 2024, also etwa hier, und wie Sie sehen, es steigt. Das ist beobachtet. Da ist keine Theorie drin, keine Annahme. Und das heißt, von da an müssen wir annehmen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Das ist keine Physik, das nehmen wir einfach mal an. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und Sie sehen zwischen dieser Annahme, dass es so weitergeht wie bisher, und dieser Annahme, dass es nicht schlimmer wird, als es jetzt ist, liegen Welten. Die Welten sind, hier haben wir 400 ppm CO2, also paar Anzahl von Partikeln per Million Moleküle der Luft, also die ungefähr Faktor 3 dazwischen. Das kann man mit Hilfe der Physik übersetzen in die zusätzliche Energie pro Quadratmeter, die am Erdboden ankommt. Und das sind in Watt pro Quadratmeter. Wenn wir uns anstrengen, bleiben wir bei etwa plus 2, 3 Watt pro Quadratmeter, so wie wir es jetzt schon haben. Oder es geht hoch auf 8 bis 9 Watt pro Quadratmeter. Also das heißt pro Sekunde 8 bis 9 Joule. Das führt dann am Ende zu einer erheblichen Änderung des Klimas. Das heißt, wir benutzen diese Annahme, wie sich die Energie am Boden ändert, um das Klima zu bestimmen. Wie machen wir das? Es gibt diese globalen Modelle, die vorhin auf der ersten Folie angedeutet waren. Das sind die sogenannten GCN-Daten. CNIP-6, was bedeutet das? Also es gibt unterschiedliche Modelle, weil unser Verständnis der Natur sehr hoch ist, aber nicht vollständig. Das heißt, wir wissen zwar, wie schnell ein Stein fällt, exakt. Wir wissen aber nicht so exakt, wie viel die Pflanzen verdunsten und so weiter und so weiter. Das heißt, viele physikalische Prozesse müssen wir auch näherungsweise beschreiben. Das heißt, die Klimamodellierung ist gezwungen, aufgrund unserer endlichen Kenntnis der Natur, manche Prozesse näherungsweise zu bestimmen. Da gibt es viele Methoden, das möglichst genau zu machen, aber es bleibt Unsicherheit. Aus diesem Grund gibt es verschiedene Modelle. Ein Standardmodell ist das Max-Planck-Modell aus Hamburg. Die machen das schon seit 50 Jahren. Sie waren Pioniere der Klimamodellierung in Deutschland. Und das ist eines der Referenzen. Das funktioniert leider nicht mit dem. Also ich muss das so erzählen. Also das MPISN ist ein Standardmodell, ein deutsches Klimamodell. Es gibt aber auch das EC-Earth, das ist ein Modell des Europäischen Zentrums. Und es gibt zum Beispiel auch das Modell der japanischen Forschungsgesellschaft, das MIROC. Diese drei Modelle sind ausgewählt worden, weil sie sozusagen die Spannbreite der Modellierung sehr gut abbilden. Das heißt, wenn man in die Zukunft schauen will, dann sagt man, die Kolleginnen in Japan und die beim Europäischen Zentrum und die in Hamburg sind gleich stark. Also müssen wir jedes Ergebnis gleich wichtig nehmen. Und um uns jetzt nicht zu fokussieren darauf, wir sind aber schlauer als die,
sondern um sozusagen offen zu sein für das, was kommen kann, nimmt man unterschiedliche Modellergebnisse und daraus ergibt sich die Spannbreite der Unsicherheit. Diese Ergebnisse werden verwendet in der zweiten Stufe, also in der mittleren Reihe, um für Europa die Ergebnisse genauer zu bestimmen und die Ergebnisse werden dann bestimmt in der rechten Reihe der Modellierung, das muss hintereinander gemacht werden, um das über Deutschland zu machen. Und jetzt, erstmalig, wurden die Berechnungen mit einer Genauigkeit von 3 Kilometern durchgeführt für Deutschland. Das sind diese CPM Second Nest und man bestimmt Klima, indem man einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet. Das heißt, die Rechnungen müssen mindestens 30 Jahre umfassen. Jetzt sind die Computerressourcen beschränkt. Deswegen hat man bestimmte Zeitabschnitte ausgewählt, die dann genauer betrachtet wurden. Und die Zeitabschnitte, die betrachtet wurden, sind natürlich die historische Periode. Die Referenzperiode ist 1960 bis 1990. Und die Ergebnisse, die uns insbesondere interessieren, also hier 1960 bis 1990, die Referenzperiode, ist die Klimaänderungsperiode. Und die Klimaänderungsperiode wurde wiederum mit 3 Modellen durchgeführt, die für, sag ich mal, dafür optimiert wurden, mit hoher Genauigkeit zu rechnen. Und das sind die 3 Generationen der Modelle des Deutschen Wetterdienstes und der Klima-Community in Deutschland und Europa. Das heißt, die erste Modellgeneration war REMO, hat vor 40 Jahren angefangen. Die zweite Modellgeneration war COSMIC-CNN, hat vor 20 Jahren begonnen. Und die neueste Modellgeneration ist ICAN-CLN, das gibt es seit 3 Jahren. Das heißt, das Modell wurde erstmalig verwendet, um diese Ergebnisse zu bewerten. Wo fangen wir jetzt an? Also Sie sehen hier die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur in Abhängigkeit von der Zeit, also angefangen bei 1900 bis 2021 bis 2100 unter Verwendung eines bestimmten Szenarios der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre, und zwar desjenigen, was als das realistischste angesehen wird. Und heutzutage denken viele, dass das realistischste Szenario dasjenige ist, wo in 2021 die Änderung der eingehenden Strahlung 7 Watt betrag. Also das Realistischste ist nicht dasjenige, dass wir überall sparen und nichts mehr emittieren, sondern das Realistische ist, dass wir ein bisschen was ändern und das läuft dann auf plus 7 Watt pro Quadratmeter hinaus. Und jetzt wurden Zeitscheiben daraus gerechnet mit hoher Genauigkeit. Einmal die historische Zeitscheibe, also 60 bis 90, und dann die Zeitscheiben, die der Änderung der mittleren Temperatur um 2 Grad entsprechen und um 3 Grad. Das heißt, man hat in diesem Fall nicht gesagt, wir nehmen einen festen Zeitraum, sondern hier simulieren denjenigen Zeitraum, in dem das Klima sich um 2 Grad im globalen Mittel geändert hat oder um 3 Grad im globalen Mittel. Und das sind 3 verschiedene Modelle. So, was sieht man hier? Die unterschiedlichen Modelle aufgrund der unterschiedlichen, sag ich mal, Feinheiten in der Repräsentation der Physik in dem Modell führen zu unterschiedlicher Schnelligkeit der Änderung des Klimas. Das heißt, bei gleicher Einstrahlung am Boden zusätzlich ändert sich die Temperatur unterschiedlich schnell in den Modellen.
Und das ist sozusagen die Unsicherheit, die man hat. Und wir sehen hier das Modell des Europäischen Zentrums. In dem Modell ändert sich das Klima etwas schneller als in den Modellen aus Japan und aus Deutschland. Das heißt, die 2 Grad Kelvin Änderung werden in den Modellen des Max-Planck-Instituts und aus Japan in den Jahren 37 bis 66, also in etwa 30 Jahren erreicht. In dem Modell des Europäischen Zentrums wird das aber schon in 15 Jahren erreicht, also im Zeitabschnitt 24 bis 53. Wer am Ende recht hat, wird natürlich die Zukunft zeigen. Den Satz nutze ich einmal, Herr Will. Ich würde gerne eine kleine Resonanz im Raum einholen und einmal rumschauen. Wie bei jeder Veranstaltung dieser Art werden wir ein Zeitproblem haben. Ja. Und ich würde gerne einmal kurz die Rückmeldung einholen. Wir haben heute die besondere Ressource, dass wir 3 Fachmenschen vor Ort haben, die sehr viel wichtiges Wissen haben. Es ist eine Reihe von Veranstaltungen, es ist nicht die einzige heute. Ist es in Ordnung, wenn wir etwas weniger Zeit für Dialog nutzen? Und wenn ich Sie anschaue, hier ist viel Zuhören gerade. Also ich möchte Sie ungern bitten, weil Sie das so klar erklären, dass Sie sich kürzer fassen. Ist das in Ihrem Sinne, dass wir ruhig hier diesen Fachinput nutzen und dem zuhören und Sie weiterhin hier wirklich die Zeit gut nutzen? Dann, ja, ich sehe so ein Nicken im Raum. Wunderbar. Nehmen Sie die Zeit. Danke für Ihre Klarheit, mit der Sie komplexe Zusammenhänge gut erklären. Was Sie jetzt hier sehen, sind jetzt die ersten Ergebnisse dieser hochgenauen Modellierung der Geologie. Sehen wir die Karte. Und in diesem Projekt musste man am Anfang festlegen, auf welche Region man sich fokussiert mit der Auswertung. Das ist ja eine, ich will nicht erzählen, wie viel Aufwand das ist. Also es gibt hier 2 Regionen. Die eine ist diese Region TSA. Die Akronyme hängen damit zusammen, dass das alles immer in Englisch gemacht wird. Auf Deutsch heißt das klimakonform Region. Das ist diejenige Region in Deutschland, der sich das Klima so ändert wie im Durchschnitt in Deutschland. Und es gibt die Region EE, das ist Elbe Elster. Also in der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Landkreises, die Ergebnisse, sage ich mal, für den Landkreis Dahme-Spreewald, die sind noch nicht fertig. Deswegen, aber die sind in Arbeit, das heißt, ich werde heute stellvertretend für die Lausitz die Ergebnisse für den Landkreis Elbe-Elster vorstellen, weil die sind schon da. Was Sie hier sehen, ist links Elbe-Elster und rechts klimakonform Region. Diese Kurve zeigt die typische Temperatur in Elbe-Elster in Abhängigkeit vom Monat. Ja, also im Sommer ist es heißer, im Winter ist es ungefähr 2 Grad. Und Sie sehen, alle Modelle zeigen etwa dasselbe. Das heißt, alle 3 Modelle der Generation, also das 40 Jahre alte, das 20 Jahre alte und das neue, zeigen etwa dieselbe Temperatur. Schon mal gut. Und was Sie hier unten sehen, dafür geht dann die rechte Skala, ist, wie stark diese Temperatur von der Beobachtung abweicht. Weil das zeigt nämlich die Vergangenheit. Und Sie sehen, die Abweichung, die Modelle sind tendenziell eher zu kalt, aber nicht viel. Also das hier sind 0,5 Kelvin zu kalt. Das ist aus der Sicht der Klimamodellierung sehr gut. Auf der rechten Seite sehen Sie dasselbe für die Klimakonformregion und Sie sehen, dort sind die Abweichungen der Modelle von der Beobachtung ähnlich. Dieser graue Schatten hier, das ist die Spannbreite der Stationsmessungen. Also es gibt ja in jedem Landkreis Stationen, an denen die Temperatur gemessen wird, und da gibt es Stationen, da wird die Temperatur niedriger gemessen oder höher. Also das heißt, die Modelle liegen innerhalb der gemessenen Spannbreite.
stets dasselbe für den Niederschlag. Und Sie sehen schon sofort, dass diese Modelle nicht so gut übereinstimmen, was den Niederschlag angeht, wie für die Temperatur. Das heißt, alle Größen, die mit dem Niederschlag zu tun haben, sind viel schwieriger zu bestimmen, weil der Niederschlag einfach eine viel chaotischere Größe ist als die Temperatur. Es liegt in der Natur der Sache. Aber Sie sehen, die Modellabweichung von der Beobachtung ist wiederum relativ gering. Das sind hier 10 mm pro Monat. Und in der anderen Region sind die etwas größer. Das heißt, in der Region Elbe-Elster sind die Modelle sehr gut. So, jetzt nochmal die Ergebnisse etwas flächiger. Also Sie sehen jetzt hier, jetzt ist sozusagen die Qualität der Modelle wird anhand des Vergleichs mit der Vergangenheit. Das haben wir jetzt erledigt. Wir sehen, die Modelle zeigen eine hohe Qualität. Und jetzt glauben wir, wenn die Modelle in der Vergangenheit gut waren, sind sie auch in der Zukunft gut. Das heißt, wir glauben, wenn wir das jetzt in die Zukunft rechnen, dass die Ergebnisqualität ähnlich gut ist. Und jetzt sehen Sie die Differenz in der Temperatur zwischen der Periode, wo sich das globale Klima um 2 Kelvin geändert hat, gegenüber der Referenzperiode, wo es noch unverändert war. Das heißt, das ist das 2 Kelvin Klimaänderungssignal für das Szenario 7.0. Und unten für das 3 Kelvin Änderungsszenario. Und Sie sehen, im Mittel ist es hier 2 Kelvin etwa wärmer und hier im Mittel 3 Kelvin. Und Sie sehen, im Osten ist die Klimaänderung stärker als im Westen. Das kann man physikalisch auch sehr gut verstehen. Darauf verzichte ich jetzt mal. Hier unten haben Sie nochmal die Zeiträume, für die das geht. Also in den MPI ESM, also zum Beispiel hier oben links, ist es der Zeitraum 2037 bis 66 gegenüber 61 bis 90, also das wäre dann das 70-jährige Klimaänderungssignal. Und unten, auch für das MPI-ESM, 3 Kelvin wäre das 100-jährige Klimaänderungssignal, aber von heute aus betrachtet ist es in 20 Jahren und nicht in ferner Zukunft. Das gleiche für den Niederschlag. Im Niederschlag nichts, sage ich mal, Dramatisches. Wir sind hier nahe Null. Also hier praktisch Null, hier ein bisschen über Null, hier wieder bei Null, hier wieder bei Null, hier ein bisschen über Null. Also, was ist das Problem? Ne? Jetzt schauen wir ein bisschen genauer in die Ergebnisse hinein. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt die Klimaänderungsperiode mit der historischen Periode vergleicht, dann sieht man ganz klar, die Klimaänderungsperiode zeigt eine deutlich größere Temperatur für alle Modelle als die historische Periode. Die historische ist hier gestrichelt. Die Klimaänderungsperiode ist durchgezogen für alle Modelle und für alle Modellaufsätze. So, jetzt gehen wir mal zum Niederschlag. Und dann sehen wir, das hier ist die Region Elbe-Elster. Das ist ein Durcheinander von Linien. Also man würde sagen, der mittlere Niederschlag ändert sich nicht wirklich. In dem einen Modell ist es ein bisschen feuchter, in dem anderen Modell ist es ein bisschen trockener. Wenn man will, wenn man sich ganz genau hinguckt, kann man sagen, okay, im Sommer.
Sommer wird es ein bisschen trocken. Mit viel Liebe zum Detail. Aber, und die 3-Kilometer-Rechnungen zeigen nicht wirklich ein anderes Ergebnis als die 12-Kilometer-Rechnungen. Aber schauen wir nochmal genau ein. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein erstes Ergebnis, und damit möchte ich auch für heute schließen, des etwas genaueren Hinschauens in die Ergebnisse. Auf der Achse, hier horizontal, sehen Sie die Änderung der Temperatur, also Sie sehen die Temperaturen, in der historischen Periode zwischen minus 20 Kelvin und plus 30, zwischen minus 20 Grad Celsius und plus 30 Grad Celsius. Auf der vertikalen Achse sehen Sie auch die Temperaturen in der Zukunft zwischen minus 20 und plus 30 Grad. Jetzt gucken wir uns diesen Punkt hier mal an. Also, das heißt, dieser Punkt bedeutet, dass, sagen wir mal, das 20-30%-Perzentil, was ungefähr hier ist, das heißt, 20% der Tage im Jahr haben eine Temperatur über 20 Kelvin in der historischen Periode und über 22 Kelvin in der Zukunft. Schauen wir aber das gleiche mal für ganz niedrige Temperaturen an, dann sehen wir, also wenn wir diesen Punkt hier anschauen, der ist hier in der historischen Periode bei minus 15, aber in der Zukunft bei minus 8. Was bedeutet das hier? Das bedeutet, dass die Ergebnisse ganz klar zeigen, dass die extrem niedrigen Temperaturen viel stärker zunehmen als im Durchschnitt. Und das ist nicht ein Kelvin oder zwei, sondern das sind bis zu 10 Kelvin. Jetzt schauen wir mal in den Niederschlag. Und so bei den kleinen Niederschlägen ist alles ungefähr gleich, aber wenn wir in die extrem hohen Niederschläge reinschauen, also ich muss jetzt ein Ergebnis noch hinzufügen, das haben Sie übersehen, also in der Beobachtung sind die größten Niederschläge etwa 30, 40 Millimeter pro Tag, die extremen Niederschläge. Das ist wirklich viel Niederschlag. Manche Modelle überschätzen den Niederschlag, also produzieren auch mal 50, 55 mm. Es gibt aber ein Modell, das tut das nicht, und das ist das Max-Planck-Institut-Modell, also sozusagen das Eigenmodell mit den Randdaten vom Max-Planck-Institut, das liegt hier bei 30, 40. Und wenn man jetzt schaut, in der Zukunft liegt das nicht bei 30, 40, sondern um 10 bis 20 mm höher pro Tag. Jetzt schauen wir nochmal in die Saisons rein. Das heißt, hier rechts sind nur die Sommermonate dargestellt und jetzt sehen wir das viel klarer. Das heißt, in der historischen Periode waren die Niederschläge manchmal um die 40 mm und wenn wir auf der Achse 40 nach oben gehen, dann sind sie in der Zukunft nicht 40, sondern 60 mm. Oder bis zu 60. Das heißt, je genauer man in die Ergebnisse hineinschaut, umso interessanter wird es. Für die Temperatur ist es interessanterweise nicht so, dass die hohen Temperaturen stark zunehmen, überproportional, sondern die niedrigen Temperaturen nehmen überproportional. Damit möchte ich für heute schließen und Sie einladen, mit mir zusammen genauer in die unendliche Vielfalt der Ergebnisse.
verschiedenste Modelle hineinzuschreiben. Dankeschön. Herzlichen Dank. Also bleiben Sie noch eine Minute kurz bei uns. Es ist durchaus möglich, dass es Verständnisfragen gibt. Noch kein Dialog, aber Verständnisfragen, wo Sie sagen, es war jetzt sehr viel Fachliches, sehr eindrücklich erklärt. Dennoch, vielleicht gibt es eine Verständnisfrage. Sehr gerne dann direkt jetzt. Wenn es keine gibt, doch, Daniel, gerne. Danke für den tollen Vortrag. Eine Frage zum Thema Niederschlag. Die Niederschläge, jetzt mal salopp gesagt, über den Daumen bleiben ungefähr uns ähnlich erhalten. Sie kommen manchmal ein bisschen mit mehr Wucht. Das ist mal die Frage, kann das die Pflanze oder der Boden gerade verkraften? Aber mich würde noch mal interessieren, die klimatische Wasserbilanz bzw. pflanzenverfügbares Wasser. Können Sie dazu eine Aussage tätigen, inwieweit das ähnlich ist oder die Situation verschärft durch den Klimawandel? Also da muss ich jetzt auf andere Ergebnisse zurückgreifen, nicht auf diesen Berechnungen. Also Sie adressieren jetzt ein Thema, was weit über den Niederschlag hinausgeht. Also, das zweite große Thema im Zusammenhang mit Wasser ist die Verdunstung. Das heißt, die Verfügbarkeit des Wassers für uns ist am Ende die Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung. Und die komplexe Verteilung im Boden und an der Oberfläche etc. Das ist eine viel komplexere Untersuchung und die ist für diese Daten nicht angeschlossen. Nur als groben Hinweis zu Untersuchungen, die wir schon in anderen Zusammenhängen gemacht haben, mit anderen speziellen Modellen für die Lausitz. Ein großes Thema ist hier, wie viele Tage Bauseen wollen wir denn haben? Ganz grob. Der Unterschied in der Wasserverfügbarkeit in der Region Lausitz mit und ohne Tagebauseen sind 2 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das ist etwa die Hälfte von dem Wasser, was die Spree hinunterfließt. Wenn man sich den Sommer anschaut, dann ist die Problematik ganz besonders, weil über einer Wasseroberfläche verdunsten etwa 18 Kubikmeter Wasser pro Sekunde im Hochsommer, wenn es trocken und heiß ist. Aus der Landoberfläche im gleichen Zeitraum verdunstet fast nichts, weil natürlich Pflanzen und Boden die Verdunstung runterdrehen, wenn das Wasser knapp wird. Also, daraus sieht man sehr schnell, wo die Problematik steckt. Und die Problematik steckt natürlich, genau zu bestimmen, wie viel Wasser wirklich verdunstet aus dem Boden und aus den Pflanzen. Da muss man sehr ins Detail gehen. Ehrlich gesagt. Hydrologische Untersuchungen reichen die verfügbaren Modellergebnisse in ihrer Qualität nicht aus. Also man kann da grobe Ideen, also so Anhaltspunkte kriegt man da schon, aber um jetzt genau, sag ich mal, für den Landkreis genau zu sagen, wie viel Wasser, welche Maßnahme, das erfordert spezielle Zusatzuntersuchungen, die im Rahmen von solchen, sagen wir mal, pauschalen Modellierungen, die für alle gemacht werden, nicht gemacht worden sind. Allein schon deshalb nicht, weil zum Beispiel diesem Modell gibt es die Tagebauseen gar nicht. Die sind da noch gar nicht existent, die hat niemand eingebaut. Da gibt es auch nicht die Genauigkeit der Bodentextur. Gibt es auch nicht die Genauigkeit der Vegetation etc. Also das heißt, unsere Beschreibung der Landschaft ist dann natürlich mit Ungenauigkeiten behaftet und es erfordert zusätzlichen Aufwand
das nochmal genauer zu bestimmen. Aber so grobe Unterschiede kann man natürlich auf Grundlage dieser Modellierung schon ab. Aber das ist noch in Arbeit. Wunderbar, vielen Dank. Dann danken wir Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Ausführung. Ich glaube, es war keine weitere Verständnisfrage. Und Frau Dr. Walz, wir bitten Sie für Ihre Themengebiete hier nach vorne zu uns zu kommen. Dankeschön. Okay, also ich fange erst einmal damit an, was wir auf Landesebene erarbeitet haben in den letzten Jahren, muss man sagen. Das ist nämlich die Strategie des Landes Brandenburgs zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Ja? Die wurde vor ziemlich genau einem Jahr auch vom Kabinett verabschiedet. Das heißt, auch wenn ich von der ganzen Regierung und allen Ressorts, das ist für uns ganz, also wirklich ein langer Weg gewesen, bis das passiert ist. Und das ist aber trotzdem wirklich ganz wichtig. Und das möchte ich eigentlich hier auch wie so runterpausen ein bisschen. Sie werden sehen, wer alles mitgearbeitet hat, wer alles Teile zu dieser Strategie beigetragen hat und wie viele einzelne Fachbereiche und Ressorts, heißen die dann bei uns sozusagen, da beteiligt waren. Das Ziel der Strategie war natürlich die Minderung der Risiken und Schäden durch den Klimawandel, ist, was Sie eben auch für Know-how erreichen wollen. Und dazu musste nicht jedes Rad neu erfunden werden. Vieles wurde auch zusammengeführt aus verschiedenen Häusern auf Landesebene, weil da schon Aktivitäten waren. Aber da sich dieses Politikfeld so enorm entwickelt hat in den letzten Jahren, war es schon auch wichtig, Zusammenführung und Weiterentwicklung dieser Maßnahmen in der Strategie zusammenzubringen. Natürlich ist es eine Landesstrategie und Fokus auf die Handlungsmöglichkeiten des Landes. Ja? Also so ganz direkt sind sie sozusagen gar nicht. Gut, wichtig ist mir jetzt Ihnen zu zeigen, wer alles mitgearbeitet hat, weil es gibt auch, glaube ich, auf der kommunalen Ebene ein gutes Gefühl dafür, wer eigentlich alles vom Klimawandel betroffen ist. Ja? Das war das Gesundheitsressort. Da hört man auch immer wieder auf der Bundesebene, die Betriebsaktionspläne kommen hier immer wieder in den Medien, weil in den letzten Jahren ja eigentlich ziemlich stark in der Presse. Ja? Ganz wichtig ist auch Brand- und Katastrophenschutz. Das sind die Katastrophen, sagen wir mal, die üblichen Katastrophen, die Hochwasser. Dann gibt es aber auch neue Katastrophen, darüber haben wir gerade schon viel gehört, also die bisher nicht in dem Maße ausgeprägt sind, das sind die Starkregen, da haben Sie eindrückliche Zahlen aufgezeigt. Und dann gibt es noch den Brandschutz, ja, der auch gerade hier für die Region natürlich eine Wahnsinnsrolle spielt. Da geht es ganz stark um Waldbrände. Ja. Das ist da ist es ein sehr großes Handlungsfeld in unserer Strategie. Die anderen möchte ich ein bisschen schneller durchgehen. Da geht es um Raumordnungsplanung, Städtebau, Bauen. Also etwas, was eigentlich vor allem auf kommunaler Ebene passiert, ja, aber natürlich hat es Kollegen auch auf Landesebene, die versuchen, die Rahmenbedingungen für die Kommunen einigermaßen günstig zu machen. Und dann haben wir den Verkehr. Wir haben zwar arbeitende Gewerbe, das ist also auch Industrie, und Tourismus, also Wirtschaft, eben die, auch das Wirtschaftsministerium, was ja eigentlich nicht so, ja, waren wir auch ein bisschen überrascht, aber die waren da mit sehr großem Feuer, Eifer wirklich dabei und gerade der Tourismus in Brandenburg bereitet sich wirklich sehr dezidiert auf die Folgen des Klimawandels vor, vor allem auch was die Wasserverfügbarkeit angeht und die Wasserqualität, ja, auch im Sommer, weil eben so viel Tourismus an den Gewässern ist. Ja. Kulturelles Erbe, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, war in den letzten Zeit immer mal wieder in der Presse, auch im Park Branitz zum Beispiel, ist ja nicht so weit weg von hier, aber auch im Park Sossusi sind zur Zeit zum Beispiel Themenjahre zum Klimawandel, weil die extrem hohe Schäden hatten. Aber ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich das allerwichtigste Handlungsfeld auch hier für Sie. Und dann haben wir die Handlungsfelder, die bei uns im eigenen Ressort liegen. Das ist natürlich das Handlungsfeld Wasser, das ist die Landwirtschaft, das ist die Forst, Boden und dann Biodiversität und Naturschutz. Ja. Das sind ja fast schon Rahmenbedingungen,
Folgen auf diese Systeme pausen sich dann eigentlich durch auf die anderen. Ja? Genau. Sechs Ressorts waren vertreten, Sie haben gerade gesehen, welche, die 12 Handlungsfelder, 200 Maßnahmen und 61 Meilensteine haben wir definiert, die wirklich dann auch bis 2027 abgearbeitet sein sollen. Jetzt kommen wir zu den Kommunen. Also das Land tut das eine oder andere bereits, um Kommunen zu unterstützen, wenn sie sich auf den Weg machen, Klimaanpassung voranzubringen und systematisch voranzubringen. Vor anderthalb Jahren, jedes Jahr gibt es einen Steckbrief von der Energieagentur und da der war angereichert vor Ende 2022 zum ersten Mal mit Auswertungen der Klimasimulationen für Brandenburg. Und das sind im Moment die besten Grundlagen, die wir haben. Brandenburg, Sie haben schon gesagt, die Modelle bilden Brandenburg nicht so schlecht ab. Das liegt auch daran, dass es eine relativ einfache Topografie hat. Also darum kann man von einem, ja, da mit diesen Kennwerten schon recht viel anfangen, auch wenn sie nicht exakt für Luckau heruntergerechnet werden. In Zukunft möchte das Landesamt für Umwelt neben den Klimakennzahlen auch andere Datengrundlagen für eine Risikoanalyse für Klimawandelfolgen zusammenstellen. Das gibt es schon, das muss noch gerechnet werden. Und wahrscheinlich wird so im Jahr die ersten Daten auch wirklich als Pakete quasi rausgegeben werden können. Wir haben erst vor wenigen Tagen uns auch getroffen, Herr Heisner und ich, und zwar bei der Vorstellung der Arbeitshilfe Klimaanpassung in Städten und Gemeinden. Da geht es ganz stark darum, wie denn Klimaanpassung in der kommunalen Planung mit den Mitteln, die heute schon da sind und benutzt werden, nicht so wie Sie es jetzt quasi auch in dem INSEC, glaube ich, ja auch machen, ja, mit integriert werden kann. Ja? Denn nicht jede Gemeinde hat ja einen Klimaanpassungsmanager und deswegen ist es schon auch ganz hilfreich für die Gemeinden, die es nicht haben, zu wissen, wo es eigentlich schon gut reinpasst, also wo das gut abgedeckt wird. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass wir das Netzwerk Hitzeaktionsplan Brandenburg seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr jetzt haben und im Juni die erste, die dritte Netzwerkveranstaltung auch stattfindet. Die finden alle halbe Jahr statt, also vielleicht ist halt jetzt ein paar Wochen. Ich kann Sie nur erinnern, wenn Sie zum Beispiel auch Einrichtungen haben, ja, Senioreneinrichtungen oder Kitas oder Schulen, wo viele vulnerable Menschen sind, dann ist es sicherlich eine wertvolle ja, Informationsquelle, wo man sich viel mitnehmen kann. Und dann möchte ich Sie noch auf drei Förderrichtlinien hinweisen, die im Land in den letzten Monaten zur Verfügung standen. Die erste, und die kommt auch aus dem Umweltministerium, ist eine Förderrichtlinie zur Starkregenvorsorge, passt auch sehr gut zu dem, was wir gerade eben ja gehört haben, ja, dass die Starkregen nicht nur häufiger, sondern auch deutlich stärker werden. Ja. Und da findet schon nächste Woche, jetzt ist es ein bisschen kurzfristig, aber trotzdem nächste Woche eine Information zu einer Netzwerkveranstaltung statt. Und da können permanent auch Anträge eingereicht werden. Es gibt keine besonderen Deadlines, sondern Kommunen und kommunale Unternehmen können dort staatliche Vorsorge, Grundlagen, aber auch Maßnahmen, Umsetzung sich finanzieren. Die anderen beiden sind nicht bei uns aus dem Umweltressort, aber trotzdem können sie bei euch sehen. Interessant sein. Das eine geht um historische Gärten und Parks. Und die zweite Richtlinie, die ich noch nennen möchte, ist die Förderrichtlinie für nachhaltige Stadtentwicklung, die beim zweiten Aufruf, beim ersten Mal ein anderes Thema, unter anderem auch Klimaanpassung im Fokus hatte. Ja? So, außerdem haben wir zwei Modellvorhaben im Moment am Laufen. Es könnte sein, dass Sie mal darüber stolpern, dass einige arbeiten aktuell an der Checkliste zum Einstieg in das kommunale Klimaanpassung und diese erproben die dann mit einer Handvoll Kommunen. Um genau zu sein, wollten wir sie mit drei Kommunen erproben, aber jetzt gibt es mehr Interessenten.
Und jetzt sind es 8 geworden. Also die Reihe machen wir ganz eng und die anderen dürfen aber mitmachen. Ja, wir können ja, wir haben das vergeben, wir können nicht plötzlich das Projekt explodieren lassen. Aber die, der Auftragnehmer hat sich angeboten, dass die doch auch weitermachen. Und jetzt haben wir einen Modus gefunden, wie wir eben alle 8 tatsächlich auch bedienen können. Das, nächste Woche treffen wir uns mit denen und da wird es dann auch gestartet. Das Ziel ist tatsächlich eben, dass auch die Kommune selber, ohne dass sie unbedingt ein großes Gutachten vergeben muss, was ja meistens schon allein ein riesen Aufwand ist, bis man das Gutachten hat, ausgeschrieben hat, eine Abschätzung der wichtigsten Klimawandelfolgen vornehmen kann. Das ist bei sehr vielen Kommunen auch ähnlich. Ja? Das ist nicht so, dass jedes Mal ganz viel Neues kommt und dann müssen aber eigentlich individuell, und das ist eigentlich die Krux, und darauf müssen die Kommunen eben auch selber sehr aktive Handlungsoptionen gefunden werden, wie denn diese Folgen auch reduziert werden können. Und dann würden wir gerne sehen, dass nicht, dass man eine Liste von Hunderten von Handlungen hat, Optionen oder Maßnahmen hat, sondern dass man einfach mal die ersten 5. Ja, dann ist man, glaube ich, ziemlich gut dabei. Also, Herr Williger hat schon gesagt, Sie sind mit, was hier läuft, ist schon total vorreitermäßig, aber ich glaube, Klimaanpassung, das wird uns Jahrzehnte, das wird gar nicht aufhören. Ja? Wir werden uns ständig an das neue Klima anpassen müssen über sehr lange Zeiträume. Und man muss auch nicht den Eindruck haben, dass man alles innerhalb von 10 Jahren erreicht hat, ja? Sondern das ist ein Prozess, den man einfach weiterlaufen lassen werden muss. Ja? Also kann man schon auch mal priorisieren und klar, also limitiert das. Und dann haben wir noch ein zweites Modellvorhaben im Moment selber auch initiiert, worüber auch heute schon gesprochen wurde. Herr Hessler war da letzte Woche und Wenige auch. Das, diese Woche, Anfang der Woche, das sind die Klimatandems, in denen wir niederschwellige Maßnahmen in Kommunen fördern. Und zwar in einer engen Zusammenarbeit zwischen einem kommunalen Vertreter, also irgendwie Kommunalverwaltung, und einem zivilgesellschaftlichen. Viele Klimaanpassungsmaßnahmen finden ja nicht nur auf öffentlichen Flächen statt, sondern im Grunde genommen bei Ihnen im Garten oder bei Ihnen auf dem Dach oder im Graben von Haustür. So, jetzt, das möchte ich einmal noch kurz sagen, das ist ja so ein bisschen der Elefant, den bisher keiner erwähnt hat, also im Raum. Es gibt seit am 15. Dezember letzten Jahres ist das Klimaanpassungsgesetz des Bundes quasi definitiv gewesen und es tritt am 1.7. auch tatsächlich in Kraft. Das sind jetzt also noch 6 Wochen und es gibt vieles, was das Land zu berücksichtigen hat, das möchte ich Ihnen jetzt gar nicht alles erklären. Aber zwei Dinge, die werden eigentlich Kommunen direkt auch adressieren. Und beim ersten, das ab dann wird ein Berücksichtigungsgebot gelten. Das heißt, die Ziele der Klimaanpassung sind bei Planung und Entscheidungen zu berücksichtigen. Und das zweite ist, und auch da sind die Kommunen eigentlich noch gar nicht in der Pflicht, sondern das Land, ja? Aber perspektivisch werden die Kommunen früher oder später eben so Klimaanpassungskonzepte, wie sie sie jetzt gerade auf den Weg bringen, haben müssen. Also sie machen nichts Exotisches, sie sind einfach unter den Ersten in Brandenburg. Aber es wird nachher so sein, dass alle 10.000 bis 15.000 etwas haben. Wie wir das hinkriegen auf Landesebene, ist ja unser Bier. Ja? Das ist nicht so einfach. Aber der Ball liegt im Moment bei uns. Ja? Aber ich möchte Sie einfach nur erwähnen. Und es ist auch schon angesprochen worden, dass die Finanzierung noch unklar ist. Und da liegt natürlich auch die Schwierigkeiten, das bei uns durchzuführen. So, jetzt bin ich schon beim zweiten Vortrag, den ich in Vertretung meines Kollegen Carsten Linke halte. Und da geht es um den Wasserhaushalt. Im Grunde genommen kann ich gar nichts mehr dazu
dem, was Sie an Zahlen gezeigt haben, und dann durch die Antwort auf Fragen, die gestellt wurden, eigentlich auch schon angerissen haben. Also, wir sind in Brandenburg noch vor dem Klimawandel oder irgendwas, aber Brandenburg gewässerreich, aber wasserarm. Wenn Sie sehen, wo, also hier rechts, wie viele Millimeter Niederschlag es eben in Brandenburg hat, im Vergleich zu Voralpenland oder im Vergleich zu Schwarzwald, kommen wir leider nie auf solche Niederschläge. Also es liegt schon auch am Niederschlag selbst, ja? Also diese regionale Verteilung ist einfach nicht gleich. Dafür haben wir ja auch mehr Regen und wir haben öfter schönes Wetter. Aber wir haben hier auch Böden, die natürlich diese Schwierigkeit bringen, dass viel Wasser schnell versickert oder auch verdunstet. Die Wasserhaltefähigkeit des Bodens ist nicht besonders hoch in Brandenburg. Sehr hochkantig an den meisten Stellen, also sandig. Ja. Das kam ja, also wie sich jetzt auch im Klimawandel in den letzten Jahren schon ausgewirkt hat, kann man an verschiedenen Messungen ganz deutlich sehen. Sie haben auf der linken Seite die Grundwasserstände, die sich in den Jahren 76 bis 2020 verändert haben, und wir sehen, dass vor allen Dingen Grundwasserstände gefallen sind. Ja? Also nicht ganz überall, es gibt natürlich Ausnahmen. Eigentlich sind alle Ausnahmen bedingt durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Es gibt keine Ausnahmen, die einfach auf Wasser-Niederschlagsanomalien in der Gegend zurückzuführen sind. Ja. Sie sehen ja, da wo das Sternchen ist, da ist etwa Lugau. Wir sind da auch ziemlich nah in einem Bereich, in dem das Wasser, der Grundwasserstand zwischen 3 und 10 cm pro Jahr im Schnitt gefallen ist. Das, klar gibt es ja, aber im Gegensatz auch anders. In den letzten 12 Monaten hat es wirklich genug geregnet und vieles ist auch wieder besser geworden, muss man ja auch sagen. Ja. Aber über die Jahrzehnte hinweg gab es ein deutliches Signal. Ja. Und das zweite Problem, also das sind die Grundwasserstände. Das zweite Problem, da kommen wir in die Vegetation rein, da hat es ja auch einen Bodenbeschaffenheit zu tun. Da sind wir bei der Bodenfeuchte. Die Bodenfeuchte in 1,8 Meter wird hier gemessen, wird auch ganz oben die ersten 25 cm gemessen, aber da ist so fluktuativ, dass hier mal jeden einzelnen Meter steht. Bei 1,8 Meter, es braucht eine Weile, bis es soweit austrocknet, aber es braucht auch lange, bis es wieder nass ist. Ja? Und hier sehen wir den Zustand im Februar letzten Jahres, nachdem es ja so lange trocken war. Aber das war trotzdem ein Bild aus dem Winter, nicht aus dem Hochsommer. Und Sie sehen, dass es eine außergewöhnliche Dürre in diesen 1,8 Metern Tiefe gegeben hat. Jetzt sind wir ein Jahr später, nachdem es ja ein Jahr lang viel geregnet hat, auch hier im Februar sieht die Situation deutlich besser aus. Also diese Wasserressourcen haben sich in 1,8 Meter tatsächlich ein bisschen erholt, nicht runter. Ja? Runter braucht es ja auch noch viel, viel länger, bis das wirklich ankommt. Aber ich wollte Ihnen auch noch mal sehen aus dieser Woche, es fängt schon wieder an, selbst bei 1,8 Meter. Ja? Obwohl wir ja jetzt gerade mal ein paar Wochen warmes Wetter hatten. Ja? Es ist schon nicht heiß. Genau, also das ist sozusagen der ständige, das Problem, womit wir hier auch in Zukunft sicher viel zu tun haben werden. Sie leben hier auch in Teilen von Lugau, sind zumindest Bergbau-Wolbe-Landschaft. Ich glaube, man darf ja nicht alles durcheinander, also oder für mich, ich bin ja nicht so Hydrologin, ja. Also ich glaube, wir müssen so ein paar Sachen auseinanderhalten. Viele Fragen, die jetzt mit der Beendigung des Tagebaus in den Schwalde zum Beispiel zu tun haben, mit der Verfüllung der Restlöcher in diesem Tagebau, davon werden Sie nicht so stark betroffen sein. Aber Sie hatten natürlich hier in der Tagebau-Restzählen. Und die sind ja schon da und die verdunsten auch jetzt schon ganz viel. Ja?
Also Sie sehen an dem unteren Bild eben auch das natürliche Gewässer, das Sie hier haben, ist die erste. Und dann haben Sie aber auch ganz schön viele nicht natürliche Gewässer. Das sind eigentlich alles Gewässer, die im Zuge des Tagebaus verlegt und eine neue geschaffen wurden. Also da ist viel Veränderung hat da stattgefunden. Aber ansonsten, also von diesem alten Tagebau, der schon in den 90er Jahren aufgelassen wurde, ist der Anstieg des Grundwassers jetzt erstmal abgeschlossen. Das Problem, dass Sie diese Seen haben, die verdunsten, bleibt bestehen. Da haben Sie ja eine tiefe Verockerungsproblematik. Ich möchte ganz kurz noch auf das Niedrigwassermanagement hinweisen, weil ja der Stadtgraben in den letzten Jahren dreimal trockengefallen war. Das gibt es ja auch anderswo. Ja? Das ist in Brandenburg inzwischen weit verbreitetes Phänomen, dass Gewässer auch trockenfallen. Und eine Aktivität oder eine Gegenmaßnahme aktuell ist, dass regionale Niedrigwasserkonzepte geschaffen werden. Und ich weiß, also hier genau liegt in dem Teilbereich von den regionalen Niedrigwasserkonzepten Mittlere Spree. Und ich habe mit dem Herrn Bayer auch im Vorfeld dieser Veranstaltung kurz telefoniert und er hat mir auch ganz direkt gesagt, Sie können in jeder Zeit quasi anrufen. Ja, wenn Sie nochmal was Genaues über diese Gewässer wissen wollen oder auch über diese Maßnahmen, die zum Erhalt oder dem längeren Verbleiben des Wassers in der Landschaft eben jetzt über diese Niedrigwasserkonzepte angestoßen werden, dann kann er sich sehr gerne nochmal mit Ihnen austauschen und Ihnen da weitere Informationen geben. Er hat mir noch erzählt, dass hier der Boden- und Wasser-Bodenverband bei Ihnen, das ist kein so arg großer im Vergleich zu anderen, ist das Einzugsgebiet sozusagen klein und der Name Koping, oder sag ich, ja? Na, was? Koping. Ja, Koping, ja. Koring. Ah, Koring, ja. Der benutzt vor allen Dingen Mittel vom Landkreis aktuell, um solche Maßnahmen, die helfen, das Wasser länger in der Landschaft zu lassen, das heißt Sohlschwellen zu sanieren oder Stauberge zu sanieren, da benutzt er vor allen Dingen Mittel vom Landkreis. Es gibt auch Förderprogramme auf Landesebene, aber das sagt er nicht so kompliziert. Nur so, dass Sie das wissen, wenn Sie was haben, ich kann Ihnen auch nachher noch meinen Namen geben, das ist der Herr Bayer, der hier die Koordination für den Abschnitt mittlerer Spree macht. So, und jetzt hören Sie nichts mehr Neues, weil alles, was ich jetzt erzähle, haben Sie gerade schon gesagt. Wir haben die deutliche Temperaturzunahme und wir haben bei den Niederschlägen keinen deutlichen Trend, ja, sondern das ist zwischen den Modellen sehr unterschiedlich, aber auch zwischen den Jahren sehr unterschiedlich. Also wir haben hier den Median vieler Modelle, die wir hier abgebildet haben. Aber wenn wir uns angucken, auch aus der Vergangenheit heraus, Entschuldigung, das ist nicht der Median, das sind ja beobachtete Daten. Entschuldigung, das sind die beobachteten Daten. Wenn wir uns angucken, wie viele Jahre über 70, dann 700 mm oder unter 400 mm gelegen haben, das sind dann wirklich extreme Jahre, die ich gemeint habe gelesen, dann sehen wir, dass es extreme Jahre in einem 100-jährigen Zeitraum zwischen 1900 und 2000 7-mal gegeben hat und genau gleich häufig gab es die aber auch jetzt schon seit 2000. Also da ist natürlich unglaublich viel mehr Variabilität darin sichtbar. Allein bei dem Zurückschauen und den beobachteten Daten. Das ist aber auch das, was wir erwarten in Zukunft. Ich glaube, wir haben das alles gerade viel dezidierter und besser aufbereitet und schon mal gehört. Wichtig ist die Extreme, die zunehmen sowohl an Hitze und Trockennächte als auch eben in den Starkregen zeigen und müssen wir jetzt auch mal drauf eingehen auf jede Zahl.
Wir können zusammenfassen nochmal zum Wasserhaushalt, und das ist das, was ich vorhin in der Frage eigentlich schon gezählt oder in der anderen Frage sehr gut angeklungen ist, dass der Wasserhaushalt viel schlechter, also viel schwieriger zu modellieren ist. Sie haben es gesagt, das System ist von Natur aus viel chaotischer, viel mehr Einflussfaktoren, viel mehr Zufälligkeit da drin, aber es gibt schon robuste Trends, und zwar mehr Niederschlag im Winter. Dann, wenn es mehr Winter sind, die vor allem eigentlich nicht mehr als Schnee, sondern als Regen sind weg. Ja? Und man keine Grundwasser. Also weniger Grundwasser häufig. Etwas weniger Niederschläge im Sommer. Ja? Ja, weniger Oberflächen für die Gewässer, weniger Wasser für das Grundwasser, weniger für Pflanzen. Mehr Starkregen als Landregen, das sind mehr diese Extreme, wo auch wenn so viel Oberflächenabfluss stattfindet, wenig geht davon ins Grundwasser, obwohl vielleicht gleich viel im Jahr überfällt. Ja? Dann der Temperaturanstieg, der zu deutlich mehr Verdunstung führt, 1 Grad mehr Temperatur, sind 10% mehr Verdunstung, so über den Daumen gefeilt. Ja? Das ist wirklich 2 Grad mehr sind 50, 3 Grad mehr sind 20% weg. Ja? Also wirklich, wirklich viel. Dann haben wir eine verlängerte Vegetationsperiode, die dazu führen wird, dass die Vegetation ja auch viel mehr Wasser aus dem Boden wieder braucht. Das braucht man. Und das ist natürlich schön, dass, wenn es so lange sie das hat, aber so oder so wird weniger Wasser. Das ist das Grundwasser. Und die hohe Variabilität habe ich auch schon angesprochen, innerhalb von zwischen Jahren mit den Folgen, dass wir eben Trocken- und Überschwemmungsphasen viel häufiger erleben. Jetzt diesen Winter haben wir auch so die Überschwemmungsphase in der Gemeinde. Damit möchte ich es belassen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, Frau Dr. Walz. Einmal machen wir jetzt kurz das Licht an. Wir werden gleich den Vortrag hören von Herrn Dr. Schön-Starnberg. Verständnisfragen. Eine Verständnisfrage. Kein Dialog, keine Seit anderthalb Stunden kriegen wir jetzt schon die Zahlen erzählt, wie schlimm alles ist und alles wird. Aber ich denke, wir sollten uns konzentrieren auf die Lösung. Und es gibt ja Vorschläge, gerade wir vom Bauernverband haben auch an diesem Ministerium, ich bringe mal nur ein Beispiel. Wir haben ja noch viele Milchviehbetriebe und das Grünland, was wir bewirtschaften, liegt ja mehr in der Landschaftspflege. Also wollen wir Ackergras auf den Flecken an. Das kann man durchaus 20 Jahre lang nutzen. Aber so eine EU-Vorschrift bringt uns dazu, alle 5 Jahre dieses Ackergras umzuflügen, damit dieser Standort nicht Grünland wird und wir den Wächter später nicht mehr Acker zurückgeben können, dürfen aber im gleichen Jahr wieder Kleegras ansehen, verlieren aber mindestens 2 Schritte und kriegen so eine Grasnarbe gar nicht hin, wie sie vorher war. Und da führt kein Weg rein, dass man einer sagt, jetzt lass das Gras mal krass sein, es muss mit Teile kommen raus, hier flügt wir mit 100 Liter Diesel und Hektar, dass mal alles schwarz wird, damit wir es hinterher wieder ansehen. Das klingt nach, es wäre sehr hilfreich, wenn Sie gemeinsam in die Dialogrunde gehen, weil das braucht Lösungen, definitiv. Auf alle Fälle. Wunderbar. Herzlichen Dank. Wir nutzen einmal noch unser Gehirn umzuschalten. Für den dritten Teil ist es ein bisschen herausfordernd um die Uhrzeit. Es gibt auch ein bisschen mehr schon den Drang zu Dialog. Wir sind in einer Kirche, es ist ja hallig. So, wenn Sie sagen, die dritte Runde schaffen wir noch und dann gehen wir in den Dialog. Sie machen das ja ganz knackig, Herr Schön-Starnberg. Insofern danke, dass auch Sie heute da sind und heute hier Ihren Vortrag halten. Ja, in dieser etwas fortgeschrittenen Stunde möchte ich auch Sie ganz herzlich begrüßen. Vielleicht eine kurze Vorstellung. Ich bin seit 2004, habe ich an der Hochschule in Eberswalde eine Professur für Bodenschutz, war auch schon vorher im Landesamt für Umwelt, der Landesbehörde im Bodenschutz tätig. Bin da nochmal umgewechselt im Landesamt zum Thema Recycling, Abfallwirtschaft,
Also auch dieses Thema ist sozusagen dabei und das werde ich aber heute weglassen. Und wenn jetzt seit einem Jahr ein Unruhezustand oder Unruhestand, das heißt, ich bin noch weiter an der Hochschule in Eberswalde in der Lehre beschäftigt und bin ich noch nicht zur Ruhe gekommen. Und das gleich so als Hintergrund. Ich bin da jetzt gebeten worden, von Herrn Haster hier einen Vortrag zu halten, eben über die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels auf Böden, auf Landnutzung, auf Stadtentwicklung. Wir haben ja eben schon mit den zwei Vorträgen gehört, wie wichtig letztendlich die Änderung oder nicht oder sagen wir mal so das Verhalten in Zukunft ist. Wassers, der Niederschläge, der Evaporation, der Verdunstung, der Transpiration durch die Pflanzen ist. Und das ist letztendlich ein ganz wesentlich entscheidender Faktor, um auch sagen zu können, wie geht es eigentlich in der Landschaft weiter. Und mein Fokus liegt stärker eben auf dem landschaftlichen Bereich, auf den Böden und der Bodennutzung. Da gehe ich nochmal drauf ein, die Böden sind natürlich Wasserspeicher, können Wasserspeicher sein, sind aber auch Kohlenstoffspeicher und damit natürlich auch, wir können auch direkt auf die Änderung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre wirken. Ich komme dann kurz zu den Gefährdungen der Böden. Was heißt das eigentlich für die Anpassung an den Klimawandel, wenn die Böden nicht richtig funktionieren? Nochmal spezieller die Bedeutung der Moorböden. Gerade für den Wasser- und Kohlenstoffspeicher. Und dann kommen wir zu den prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels, das ist relativ kurz. Und dann die Anpassungsmaßnahmen der Akteure, da möchte ich Ihnen nochmal einiges mitgeben. Ja, die Böden im Landschaftshaushalt laufen eben die wesentlichen Prozesse, wenn sie nicht gerade in Seen oder Oberflächengewässern laufen, in den Böden. Dort sind die wesentlichen Funktionen sowohl für die Natur, für den Naturhaushalt, wie zum Beispiel die Wasserreinhaltung, den Schadstoffabbau, die Klimaregulierung, die Nährstoffkreisläufe, das Schließen der Nährstoffkreisläufe, die Böden als Lebensraum für die Organismen, die Biodiversität kommt hier zum Zuge, Retentionsraum für Schutz vor Überschwemmungen in den Auenbereichen explizit, Ressourcen, genetische Ressource, pharmazeutische Ressource, alles das sozusagen ist in den Böden beinhaltet. Und für uns Menschen ist es vor allem natürlich auch die Ressource für Nahrung und nachwachsende Rohstoffe. Ganz entscheidend. Das kulturelle Erbe, auch das ist in den Böden vorhanden. Die Baustoffressource. Wir brauchen aus den Böden natürlich auch Baustoffe, um bauen zu können. Und genauso der Baugrund. Wir brauchen Böden, funktionierende Böden, um auch Bauen zu bauen. Alles das ist sozusagen, sind die Funktionen, die die Böden für uns haben. Die widersprechen sich zum Teil auch. Das macht es dann ein bisschen komplizierter. Eine Funktion ist nicht ganz kompatibel mit der anderen Funktion. Wir müssen aber für uns sicherstellen, dass die Funktionen, vor allem die natürlichen Funktionen, der Böden langfristig erhalten bleiben. Ich hatte schon kurz darauf hingewiesen, Böden sind Speichermedien in der Landschaft. Das betrifft sowohl das Wasser, Böden können Wasser speichern, können Kohlenstoff speichern und Wärme speichern. Der Wasserspeicher ist im Prinzip befindet sich im Wesentlichen im Sickerwasser des Bodens oder im Haftwasser des Bodens, wo der Boden das Wasser festhält, oder im Grundwasser unterhalb des Bodens. Das sind die entscheidenden Wasserspeicher. Kohlenstoffspeicher, das ist im Prinzip der Humus. Oder in Moorböden der Torfkörper, ein wesentlicher Kohlenstoffspeicher. Und dann natürlich auch die Wärmespeicherung der Böden, die auch nicht zu vernachlässigen sind, gerade wenn es wärmer wird oder auch für unser Kleinklima. Spielen natürlich intakte Böden mit intakter Vegetation eine große Rolle, um das Klima auch für uns erträglicher zu machen. Ja, was sind die Gefährdungen des Bödens? Das ist letztendlich schon unabhängig von dem Klimawandel. Unsere bisherigen Nutzungen haben schon viel an Gefährdung des Bodens gebracht.
Bodenverdichtung, sowohl im Wald als auch im landwirtschaftlichen Bereich, durch Einsatz von Fahrzeugen, gerade bei nassem Wetter, gibt es dann Probleme. Solche verdichteten Böden haben große Schwierigkeit, ihr Wasser, halt alte Fähigkeit sozusagen, ihre Funktion als Wasser erhalte, als Wasserspeicher wahrzunehmen. Erosion, auch das ein großes Problem durch unsere Nutzung im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch im baulichen Bereich. Sobald offene Flächen, offene Bodenflächen, vegetationsfreie Bodenflächen auftreten, ist eine große Erosionsgefährdung da. Und im Ackerbau hat man natürlich eine relativ schmale Periode oder doch eine Periode, wo nichts wächst. Und wenn dann das Wetter mit heftigen Regen oder mit heftigem Wind eingreift, haben wir Erosionsereignisse, das heißt Bodenverlust und damit auch ein Verlust von Bodenfunktionen. Dann natürlich die Bodenversiegelung, Flächenverbrauch. Das spielt vor allem in den Städten eine große Rolle, in den Städten und natürlich die Verkehrswege, wo wir hiermit erheblich mittlerweile hat die Versiegelung der Flächenverbrauch sehr hohe Raten, sind ungefähr 13-15% der Landesfläche sind oder der Bundesfläche auch sind versiegelt. Und natürlich Stoffeinträge in den Boden, zum Teil beabsichtigte Stoffeinträge, aber auch unbeabsichtigte Stoffeinträge. Heutzutage sind vor allem Kunststoffeinträge ein großes Problem. Das Problem Mikroplastik, das sind alles Probleme, die letztendlich die Funktion der Böden auch im Ausgleich mit den Wirkungen des Klimawandels verringern. Ein kurzer Abstecher zu den Moorböden. Die Moorböden waren immer schon Speicher in der Landschaft, Wasserspeicher in der Landschaft. Das Problem, die Moorböden waren unproduktiv als Wasserspeicher und sind deshalb produktiv gemacht worden, entwässert worden. Das kann man sagen, war eine kulturelle Leistung in den letzten Jahrhunderten, Anbaufläche, Ernährungsfläche zu schaffen und sozusagen die Moore zu nutzen. Heutzutage haben wir aber ein anderes Problem. Heute haben wir das Problem, dass das Wasser aus unserer Landschaft zu schnell abfließt. Wir haben hier Entwässerungsgräben, jetzt im Land. Wir sorgen dafür, dass der Abfluss ungehindert erfolgt und haben dann das Problem, dass im Sommer oftmals das Wasser fehlt. Das heißt, die Funktion, die früher gar nicht so gesehen wurde, hat plötzlich eine enorme Bedeutung bekommen. Die Moore als Speicher von Wasser in der Landschaft. Und hier ist aber dargestellt, das ist im Prinzip die ursprüngliche Situation. Heute haben wir 1%, 1-2% naturnahe Moore in Brandenburg. Die anderen sind mehr oder weniger entwässert. Je intensiver die Entwässerung stattfindet, umso stärker ist der Torfkörper abgebaut. Torfkörper abbauen heißt, CO2 ist in die Atmosphäre gegangen. Auch das ist ein Beitrag zu unserem Klimaproblem, historisch gesehen. Aber auch heute wird immer noch der Torfkörper in den Mooren abgebaut. Und so intensiver, je stärker das Moor intensiv genutzt wird. Also auf Ackerland hat man im Prinzip jährlich einen Ausstoß von 40 Tonnen CO2-Äquivalent pro Hektar. Auch auf Grünland, man hat deutlich weniger, aber auch da muss man sozusagen mit einem noch recht hohen CO2-Ausstoß in die Atmosphäre rechnen. Es gibt das Konzept der Paläontikultur, da versucht man sozusagen das Moor ökonomisch wertvoller zu machen, also das nicht einfach liegen zu lassen, sondern auch Nutzen, ökonomische Nutzung aus dem Moor zu ziehen, unter der Bedingung, dass das Moor bewässert bleibt. Da haben wir sozusagen einen deutlich geringeren Ausstoß von CO2 und naturnahe Moore, die liegen bei 0 bis 8, da hat man im Prinzip zwar eine Fixierung von Kohlenstoff, man hat aber einen kleinen Methan. Ausstoß, was dann auch klimawirksam ist
sodass man da sozusagen in den Ohren deutlich weniger CO2-Produktion sehen kann, wenn sie naturnah oder renaturiert sind. Das gleiche ist das Problem mit dem Wasserhaushalt. Bei den Mooren, der Wasserhaushalt ist sozusagen bei den intensiv genutzten Mooren auch stark gestört, weil dort die Torfstruktur sich so verändert hat. Es ist eine sogenannte Vermulmung da eingetreten, dass der Torf, der oberflächliche Torf, sozusagen befugt wird. Das heißt, wenn es regnet, kann er gar nicht Wasser aufnehmen. Auch ein Problem in der Landwirtschaft, auch ein bekanntes Problem in der Landwirtschaft, das auch negativ wirkt für die Erträge. Ja, was sind die Auswirkungen des Klimawandels? Ich habe hier mal kurz die Modelle zusammengefasst aus der Klimaanpassungsstrategie vom MLUK. Beim Boden sind im Prinzip alle betrachteten Faktoren, alle betrachteten Faktoren verschlechtern sich. Hier ist die Skala von 0 bis 3. Wir haben jetzt sozusagen bei den meisten betrachteten Auswirkungen die Skala 2 oder 1 und die verschlechtert sich in der Regel auf 3 oder 2. Egal ob man den Bodenwasserhaushalt, die Bodenstruktur, die Biotope, den Bodenstoffhaushalt oder auch die Bodenfunktion, die Produktionsfunktion über den Jagdmischkeit betrachtet. In der Landwirtschaft sind es vor allem die Frage der Erträge und der Qualität, wo man davon ausgehen muss, dass hier deutliche Einbußen, also im Prinzip Änderungen von der Skala 1 zu Skala 2 zu erwarten sind, auch bei der Pflanzengesundheit, vorbedingt geschehen an Obst und Gemüse, hat man hier eine Verschlechterung zu erwarten und eine Abnahme des Bodenhumusgehalts, Senkung der Bodenfruchtbarkeit, darauf hat ja schon so gesprochen, auch da ist sozusagen eine Verschlechterung zu erwarten durch die Auswirkungen des Klimawandels. Und in der Forstwirtschaft finden wir vor allem Verschlechterungen in der Vitalität, im Waldzustand, in der Ausrottung von Waldbewohnern, der Verschiebung von Baumartenareale, heutzutage ein durchaus größeres Problem in der Forstwirtschaft, dass die Zielstellung, die man bisher hatte, man hatte sozusagen eine theoretische Vorstellung, es gibt einen Klimax, es gibt sozusagen ein natürliches Stadium, bei dem man weiß, welche Bäume auf welchen Standorten stehen. Und durch den Klimawandel verändert sich diese sogenannte Klimax-Situation. Das heißt, die Forstwirte sind natürlich jetzt, haben das Problem, letztendlich wissen die gar nicht, welche Bäume in 150 Jahren denn gut wachsen bei dem Klimawandel. Weil das, was bisher an Annahme da ist, ist nicht mehr so sicher umzusetzen. Das sind durchaus Probleme in der Forstwirtschaft. Man hat natürlich auch bei den Ökosystemleistungen, der Holzproduktivität, der Holzqualität und den Schutz und der Grundfunktion des Waldes, muss man sicherlich auch mit Verschlechterungen rechnen. Gut, kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten zu handeln. Welche sind denn die Möglichkeiten hier, Anpassungsmaßnahmen sich zu überlegen? Da will ich kurz darauf hinweisen, es gibt zwei Ansätze von Anpassungsmaßnahmen. Einmal Handlungsansätze zur Vermeidung und zur Verminderung klimawirksamer Emissionen. Ich bin beim Moor zum Beispiel schon drauf eingegangen. Es geht hier nicht um technische Maßnahmen der Verminderung von Schadstoffausstößen in Autos, sondern vor allem im natürlichen System, dass dort klimarelevante Gase nicht freigesetzt werden, die sogenannte Mitigation. Und dann gibt es Maßnahmen und Reaktionen, bei denen die bereits eingetretenen und drohenden Folgen des Klimawandels gesellschaftlich oder ökologisch und wirtschaftlich aufgefangen werden. Das ist im Prinzip auch das zentrale Thema, zu dem wir hier zusammensitzen. Auf den Boden bezogen heißt im Prinzip Mitigation, Förderung des Bodenkohlenstoffspeichers. Das ist sozusagen die Zielsetzung,
dass man im Boden versucht, den Kohlenstoffspeicher aufzubauen, indem man eine aufbauende Humuswirtschaft betreibt, also den Kohlenstoff in Form des Humus dort festlegt oder Vermeidung des Humus daraus. Bei der Adaptation geht es vor allem um zwei Sachen, die Förderung des Bodenwasserspeichers, den Boden in die Lage zu versetzen, Wasser besser zu speichern, als es bisher der Fall ist. Und das zweite, grundsätzlich die Stärkung der natürlichen Bodenfunktion. Das sind die grundsätzlichen Zielstellungen, die man eigentlich sagen kann, aus Sicht des Bodens und natürlich dann aus Sicht der Bodennutzer. Sind die Hauptzielsetzungen aus dem entstehenden Klimawandel. Konkret heißt das, bei den Anpassungsmaßnahmen des Bodens, es soll die Resilienz des Bodens gegenüber extremen Witterungslagen verbessert werden. Das heißt, die Fähigkeit, auf Stress zu reagieren und Stress auszuhalten. Das ist die Resilienz. Das heißt hier, sagte ich schon, die Förderung des Wasserspeichers der Böden, Entsiegelung, dass das Wasser besser versickern kann oder Teilversiegelung, wenn eine Entsiegelung nicht möglich ist, Verdichtung von Bodenverdichtung, Versickerung des Mulden, auch das ist im städtischen Bereich durchaus möglich, dass man das Wasser, das hier sich im Straßenraum ansammelt, nicht mehr beim Boden möglichst schnell dem nächsten Oberflächengewässer zuführt, sondern vor Ort versickern lässt, also Wasser in der Landschaft halten. Auch wichtig, die bodenkundige Baubegleitung. In der Stadt im Baubereich kommt es sehr häufig vor, dass einfach aus Bequemlichkeit Zementreste, Baureste vor Ort gelassen werden und dann natürlich im Prinzip die Möglichkeit des Bodens als Wasserspeicher deutlich vermindern. Es gibt jetzt die bodenkundige Baubegleitung, man muss es nicht unbedingt professionell machen, aber man sollte sozusagen als Bauaufsicht hier auch darauf achten, dass durch den Bau nicht unbedingt den Böden geschickt werden. Die Vermeidung vegetationsfreier Böden, einmal durch Erosionsschutzmaßnahmen oder in der Landwirtschaft auch durch Mulchsalverfahren, Zwischenfruchtanbau, vieles wird ja schon gemacht, aber hier ist sicherlich auch noch Potenzial nach oben. Und natürlich auch die Vermeidung und Verminderung stofflicher Belastung. Auch hier wieder als Beispiel nur der Kunststoff, dessen Auswirkungen jetzt im Prinzip in den letzten 10 Jahren erst in den Fokus kommen. Anpassungsmaßnahmen der Landwirtschaft. Auch da Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz gegenüber extremen Witterungslagen. Die Anwendung ressourcenschonender Anbauverfahren. Fluglose Anbausysteme. Oder mehrjährige Nutzungssysteme. Dass man sozusagen von der einjährigen Nutzung auf mehrjährige Nutzungssysteme übergeht. Und weite Fruchtfolgen. Etabliert, also nicht nur die 2 oder 3 Folgen, sondern nur die 2 Folgen, um letztendlich das Bodenleben dort zu aktivieren und auch eine bessere Humusentscheidung zu erreichen. Dann Anlagen für das Kleinklima geeignete oder erosionsmittel Landschaftskontrolle, wie die Windschutzstreifen, also auch da wieder Erosionsschutz, Gehölzstreifen, Agroforstsysteme. Das ist sozusagen auch die Möglichkeit, die Landwirtschaft, die Vorteile von Landwirtschaft und Forst nebeneinander zu haben. Also Schutzmöglichkeiten durch ein Forstsystem zu haben. Oder Erosionsschutzflächen zu schaffen. Wir haben ja schon angesprochen, das Grünland. Wir werden sicherlich überlegen müssen, ob wir nicht auch in stärkerem Maße bisherige Ackerflächen in Zukunft in Grünlandflächen überführen müssen. Da haben wir eine deutlich höhere Kohlenstoffspeicherung, also heute deutlich höhere Humusgehalte unter Grünländern und die Wasserspeicherung bzw. die Erosionsgefährdung ist deutlich vermindert. Anpassungsmaßnahmen bei der Forstwirtschaft.
Waldumbau im Thema tolerante Mischwälder passiert im Prinzip in Landeswald. Das ist natürlich ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Der dauert 100 Jahre, bis so ein Waldumbau funktioniert. Das sind die Planungszeiträume der Förster. Aber es sollte natürlich jetzt nicht nur im Landeswald passieren. Hier könnte zum Beispiel auch darauf hingewirkt werden, dass sozusagen auch in den Gemeindewäldern, in den Genossenschaftswäldern vor Ort oder in den Privatwäldern vor Ort auch stärker so ein Waldumbau durchgezogen wird. Waldbrandvorsorge, ein ganz wichtiges Thema, da sind Sie ja auch dran. Moorschutz im Wald. Ich sprach ja schon das Thema Wiedervernässung an. Im Wald gibt es relativ wenig Widerstände, was den Moorschutz angeht. Sind auch forstwirtschaftlich oftmals Grenzertragsstandorte, sodass hier das Potenzial relativ schnell und einfach zu nutzen ist. Moorflächen in den Wäldern, die in den Wäldern vor allem zu nutzen. Bodenschonende Ernteverfahren, auch im Wald, die haben wir gesehen, ein Riesenproblem. Da gibt es verschiedene Überlegungen, auch mit Gerät in den Wald zu fahren und trotzdem sozusagen die Bodenverdichtung und Erosion zu vermindern. Zum Schluss Anpassungsmaßnahmen der städtischen Planung. Potenziale einmal zur Entsiegelung herauszuarbeiten, welche Entsiegungspotenziale habe ich. Potenziale der Moorvernässung, da kann man auch durchaus mal überlegen, alternative Wege. Solarflächen auf dem Moor, das kann durchaus funktionieren, das muss aber nicht immer funktionieren. Da gibt es auch neue Forschungsansätze. Erfassung von Potenzialen zur Verbindung des Moorflächenabflusses und zur Wasserspeicherung in der Stadt, gerade im Bereich von kleinen Außensystemen oder Bächen. Und Planungselemente der Schwammstadt. Das ist ja auch ein relativ neues Thema, dass man sozusagen ja, letztendlich das Wasser nicht wieder abführt in die Oberflächengewässer, sondern vor Ort hält. Das ist sozusagen eigentlich die oberste Prämisse bei allen Überlegungen. Ja, kurzer Ausblick nochmal auf die Akteure, denn das ist ja wichtig, was kann die kommunale Ebene machen und das ist ja auch das, was deshalb die Bürgerversammlung hier ist. Welche sind eigentlich die Akteure? Natürlich die öffentlich-rechtliche Verwaltung, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Player hier eingehen. Aber vielleicht ein Hinweis, die Stadt hat es natürlich einmal administrativ und planerisch hier als Akteur relevant, aber auch als Grundstückseigentümer. Dann haben wir die Flächennutzer und Grundstückseigentümer, die Bewirtschafter in der Stadt, die Kleingärtner, Hausgärtner und Bildungseinrichtungen. Auch Schulen können zum Beispiel in ihren Bereichen hier sehr aktiv werden. Umweltinitiative und Interessenvertretung. Das ist ganz wichtig, die Interessierten in der Stadt einzubinden und da auch die Potenziale zu nutzen, die von dort kommen. Das Entscheidende letztendlich für eine zu gelingende Umsetzung ist, dass es notwendig ist, die Akteure einmal zu motivieren, aktiv zu werden. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist sozusagen wichtig und die Akteure, die eben genannten Akteure, müssen natürlich aktiv sein. Das kann dann nicht alles die Stadt machen oder die Administration. Sie kann ja nur versuchen, Impulse zu setzen. Aber das ist entscheidend hier, entsprechend motivierend zu arbeiten. Und dann, was letztendlich aus meiner Erfahrung auch in der Behörde festgestellt habe, ist es wichtig, die verschiedenen sektoralen Bereiche zusammenzubringen. Klimaanpassung ist ein Querschnitt. Und hier ist es wichtig, über den eigenen Horizont hinauszudenken. Das ist sozusagen wichtig für das Funktionieren eines Klimaanpassungskonzepts. Ja, soweit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die Fragen. Ganz herzlichen Dank.